Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Heute tauchen wir ein in die faszinierende Welt der Pilze und begeben uns auf die Suche nach vier köstlichen Arten, die ihr im August und September in den Wäldern Deutschlands entdecken könnt. Bevor wir beginnen, möchte ich euch daran erinnern, dass das Sammeln von Pilzen Vorsicht erfordert. Es gibt viele giftige Arten, die den Essbaren zum Verwechseln ähnlich sehen. Im Zweifelsfall wendet euch bitte immer an einen Pilzexperten, vielleicht sogar einen geprüften Pilzsachverständigen der Deutschen Gesellschaft für Mykologie, um eure Funde überprüfen zu lassen. Lasst uns nun gemeinsam die faszinierende Vielfalt der Pilze erkunden und mehr über ihre einzigartigen Merkmale und schmackhaften Eigenschaften erfahren. Macht euch bereit für eine spannende Reise durch die Wälder. Los geht's! Unser erster Kandidat ist ein wahrer König unter den Pilzen, der Steinpilz. Seinen Namen verdankt er seinem robusten Stiel und dem dicken, hellbraunen Hut, der tatsächlich an einen Stein erinnert. Der Steinpilz verströmt einen herrlich nussigen Duft, der sich beim Kochen noch verstärkt. Sein festes, weißes Fleisch ist nicht nur aromatisch, sondern auch äußerst vielseitig in der Küche einsetzbar. Ganz klassisch in einer Rahmsoße zu Semmelknödeln. Ihr findet Steinpilze in Laub- und Nadelwäldern, oft in der Nähe von Fichten und Buchen. Haltet Ausschau nach schattigen Plätzen mit moosigem Untergrund, hier fühlen sich Steinpilze besonders wohl. Doch Vorsicht, verwechselt den Steinpilz nicht mit dem ungenießbaren Gallenröhrling. Dieser hat eine rosa gefärbte Unterseite und schmeckt bitter. Habt ihr einen Steinpilz gefunden? Schneidet ihn vorsichtig mit einem Messer ab, um das Mützel im Boden nicht zu beschädigen. So stellt ihr sicher, dass an dieser Stelle auch in Zukunft neue Pilze wachsen können. Als nächstes begeben wir uns auf die Suche nach dem Pfifferling, einem wahren Star in der deutschen Küche. Mit seiner leuchtend gelb-orangenen Farbe, fast wie ein kleines bisschen Sonnenschein im Wald, und der trichterförmigen Gestalt ist er kaum zu übersehen. Der Pfifferling verströmt ein angenehm fruchtiges Aroma und überzeugt mit seinem festen Biss und dem leicht pfeffrigen Geschmack. Kein Wunder, dass er in zahlreichen Gerichten seinen Platz findet, von cremigen Soßen über herzhafte Suppen bis hin zu klassischen Wildgerichten. Pfifferlinge bevorzugen feuchte Mischwälder und wachsen häufig in der Nähe von Moos und unter Laubbäumen wie Eichen und Buchen. Oft findet man sie in Gruppen, was das Sammeln besonders ergiebig macht. Achtet beim Sammeln darauf, nur die ausgewachsenen Exemplare mitzunehmen, um den Bestand zu schonen. Und verwechselt den Pfifferling nicht mit dem falschen Pfifferling, der zwar ungiftig, aber weniger aromatisch ist. Unser nächster Kandidat ist die Verwandlungskünstlerin unter den Pilzen, die Marone. Die Marone, auch bekannt als Maronenröhrling, ist ein wahrer Meister der Tarnung. Ihr brauner, samtiger Hut fügt sich perfekt in die Umgebung des Waldbodens ein. Doch lasst euch nicht täuschen, die Marone ist ein wahrer Schatz und besticht mit ihrem milden, nussigen Aroma und ihrem festen Fleisch. In der Pfanne entfaltet sie ihren vollen Geschmack und eignet sich hervorragend für Suppen, Soßen und Risotto. Maronen findet ihr in Nadel- und Mischwäldern, oft in der Nähe von Kiefern und Fichten. Ein gutes Erkennungsmerkmal ist das weißliche bis gelbliche Fleisch, das sich bei Druck oder Anschnitt leicht bläut. Verwechselt die Marone nicht mit dem ungenießbaren Schönfußröhrling, der einen rötlichen Stiel und einen bitteren Geschmack hat. Mit etwas Glück und Geduld werdet ihr mit Sicherheit fündig und könnt euch auf kulinarische Genüsse mit der Marone freuen. Vielleicht ja als leckeres Pilzragout mit Spätzle. Der Birkenpilz, auch bekannt als gemeiner Birkenpilz, ist ein beliebter Speisepilz, der in der Nähe von Birken vorkommt. Der Hut des Birkenpilzes ist halbkugelförmig bis gewölbt und kann einen Durchmesser von 5 bis 15 cm erreichen. Er hat eine glatte, leicht klebrige Oberfläche, die von hellgrau bis dunkelbraun reicht. Mit zunehmendem Alter wird der Hut flacher und kann leicht wellig werden. Die Hutoberfläche des Birkenpilzes kann bei feuchtem Wetter leicht schleimig wirken. Bei trockenem Wetter ist sie eher matt. Junge Hüte haben oft eine feinfilzige Struktur, die sich später glättet. Auf der Unterseite des Hutes befinden sich weißliche bis graue Röhren, die sich mit zunehmendem Alter des Pilzes dunkel verfärben können.
Die Röhren sind leicht vom Hutfleisch trennbar und enden in feinen kleinen Poren, die ebenfalls eine graue bis bräunliche Färbung aufweisen. Der Stiel des Birkenpilzes ist zylindrisch und kann bis zu 20 cm lang und 2 bis 4 cm dick werden. Er ist von einer typischen Schuppenstruktur überzogen, die von grauen bis schwarzen Schüppchen gekennzeichnet ist. Diese Schuppen werden mit dem Alter dichter und dunkler. Das Fleisch des Birkenpilzes ist fest und weißlich, verfärbt sich jedoch bei Druck oder Schnitt nicht wesentlich, was ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu ähnlichen Pilzen darstellt. Beim Kochen bleibt das Fleisch weitgehend hell und behält seine Struktur. Der Birkenpilz hat einen milden, nussigen Geschmack und einen angenehmen, leicht pilzigen Geruch. Er ist bekannt für seine gute Verträglichkeit und vielseitige Verwendung in der Küche, sowohl als Beilage als auch in Suppen und Eintöpfen. Der Birkenpilz wächst hauptsächlich in Symbiose mit Birken und ist daher vor allem in Birkenwäldern, an Waldrändern und auf moorigen Böden zu finden. Das waren 4 essbare Pilze, die ihr im August und September in Deutschland finden könnt. Denkt daran, beim Pilzesammeln immer vorsichtig zu sein und im Zweifel einen Experten zu Rate zu ziehen. Genießt die Schönheit der Natur, atmet die frische Waldluft ein und freut euch über eure Funde. Bleibt neugierig bis zum nächsten Video und viel Spaß beim Sammeln!